schwierige Kiste. So, hallo, da sind wir wieder. Mit Skyrim natürlich. Ich habe im Titel noch Retro. Ja, das geht ja gar nicht. Vielleicht mache ich das mal eben weg. Oh, jetzt ist gerade Party auf dem Bildschirm. Moment, ich drücke mal eben Pause. So schnell kann es gehen. Ja, ein bisschen mit den Einstellungen ein bisschen rumgespielt und jetzt ist alles noch ein bisschen so, wie ich es nicht haben wollte, aber das geht schon. Kleinen Moment, können sich nur noch um Stunden handeln. Das ist Skyrim. Jetzt sieht's besser aus. Gut. Ich hoffe, das funktioniert alles so, was ich hier gemacht habe. Ich streame das erste Mal über den PC direkt, statt über die PlayStation, einfach um ein paar andere Einstellungen zu verwenden. Und ja, jedenfalls kann es dann losgehen. Ich muss den Chat gerade noch ein bisschen größer machen. Ich bin hier ein bisschen blind. Jetzt sehe ich auch was. Gut. Dann geht's los. Denke ich. So. Genug rumgeeiert. Beim letzten Mal bin ich hier nicht rausgekommen. Und ich habe eine Blitzidee gehabt. Ich habe ja an einer Stelle eine Brücke runtergelassen. Also könnte es natürlich sein, dass ich einfach über diese Brücke gehen muss, um rauszukommen. Was ziemlich schlau ist, nachdem ich hier gefühlt 3,5 Jahre rumgerannt bin. Aber gucken wir mal. Das ist nicht der richtige Weg, oder? Nee, Riften ist in die andere Richtung. Schauen wir mal. Ist einfach so witzig, wenn man nicht mehr weiß, wo man hin muss oder wo man herkommt. Ja, bitte. Ich will nicht mit dir reden. Das ist zu. So. Da nicht. Finden muss ich es trotzdem erstmal. Das war, glaube ich, auch nicht. Was ist dieses Spiel? Warum ärgert es mich so? Und da komme ich. Ja, geh mal. Lydia, du stehst im Weg. Ja, was? Geh mal weg. Geh doch mal weg. Mensch. Thank you.
Bin ich jetzt richtig? Oh man. Das ist ein scheiß Labyrinth hier, ich sag's euch. Tageslicht, aber nur von oben. Da ist eine Tür. Oh well. Das ist auch nicht, wo ich hin wollte. Ich weiß, dass ich hier jemanden genau erschlagen habe, aber das war eigentlich auch nicht der Plan. Okay, wieder raus. Wow. Ich finde das noch. Es wird übrigens gleichzeitig auch ein Qualitätstest sein. Also nicht nur, ob das generell gut läuft, über den Computer direkt zu streamen, sondern auch, ja, wie die Qualität im Nachhinein ist, weil ich das ja auf YouTube hochlade und beziehungsweise exportiere. Und wenn dann die Qualität nicht stimmt, also für mich persönlich nicht gut genug ist, dann werde ich wahrscheinlich wieder über die PlayStation direkt streamen. Aber das ist jetzt eine Frage für, wenn der Stream vorbei ist. Dann werde ich das mal checken. So, wir gehen wieder hier rein in die Zisterne, weil ich weiß immer noch nicht, was der richtige Weg war. Hier ist bestimmt noch irgendwo eine Tür. 100%. Vielleicht muss ich doch über den Rücken. Mach keinen Ärger. Sonst gibt es Ärger. Ich meine, es gibt diese drei Türen und durch die eine kann ich nicht durch, weil ich noch kein Mitglied der Diebesgilde bin. Gehen wir einfach auf den Rattenweg zurück. Was sagst du? Es sieht so ziemlich aus wie immer. Ja, das ist. Das freut mich. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Oh, hier habe ich eine Tür aufgebrochen. Da oben, da will ich hin. Da habe ich dieses Ding runtergelassen. Beschissenes Labyrinth hier, ey. Zumindest ist es, respawn die Gegner nicht. Nee, das ist, glaube ich, auch nicht richtig. Oh, ich will doch nur nach Riften zurück, mal. Holy Macaroni. Ah, das ist es. Das ist. Das muss es sein, ja. Lass mich hier einfach raus. Riften. Gefunden. Yes. Amazing. Zum Ende ich wieder draußen. Jetzt kann ich mich auch mal darum kümmern, was wir noch für Quests haben. Sprich mit schwimmt in tiefem Wasser. Mal aktivieren. Find ich die? Den. Kann ja beides sein. Sprich mit Viria und sprich mit schwimmt in tiefem Wasser. Das ist in die Richtung. Muss ich jetzt wieder rein? Hier gibt es schönsten Schmuck und erlesene Edelsteine. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko? Olivia. Was? Ja, was? Geh weg!
Lydia, ey. Kauf und Verkauf edler. Geht's denn hoch? Frisches Fleisch und Gemüse. Greif zu, solange der Vorrat reicht. Ja. Okay, da lang. Ah. Das Gemüse und das Schmuckstück. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Na sicher. Alles in Ordnung? Okay, hier geht's raus. Ist es da, wo ich hin möchte? Nein, ich möchte auf die andere Seite. Da möchte ich rein. Wollt ihr am Leben bleiben? Jawohl. Ich bin hier der Braumeister. Schaut mich nicht so an. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Ich urteile darüber niemanden. Ich bin nur in euren scheiß Laden gegangen, Mann. Willkommen. Erlaubt mir, euch den Schwarzdornmehl zu empfehlen. Das edelste Gebräu in ganz Himmelsrand. Brauch jetzt keine Empfehlung. Ich suche jemanden. Ich suche eine Argonia. Eine Argonierin, ein Argonia. Ich weiß es nicht. Das ist bei den Namen immer ein bisschen schwer. Ach, ich habe hier Geld gefunden. Kann ich das einfach stehlen oder sieht man mich? Kann ja einfach mal kurz einen Quicksave machen. Hat keiner gesehen. Fabelhaft. Sie ist da wieder. Wait, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oder? Ein Drache hat Kühneshain angegriffen. Ja, aber weiß. Warum? Warum diesen Ort? Gibt es dann keinen? Warum nicht? Dieses Warten. Du bist Viria. Dieses unerträgliche Warten. Ja, dann machen wir halt erstmal das. Mit dir muss ich ja auch reden für irgendeine dieser Quest. Also von daher. Was ist los? Hier. Ich möchte, dass ihr das habt. Fragt nicht. Nehmt es einfach. Okay. Thanks, I guess. Wie ist das Gesuch, junge Schlangenkrabbe? Dann gehen wir die Fischerei. Da. Ich habe ihn gefunden. Ihr braucht etwas. Ja? Ich will meine Angelkünste verbessern. Könnt ihr mich ein paar Dinge lernen? Mein Gott, was ist denn heute los? Natürlich. Ja. Gut. Lies die Liste mit Schönwetterfischen. Eine ganze Liste mit Fischen, die ich fangen soll. Aber ich habe doch eben erst das Angeln gelernt. Dadurch ändert sich nichts. Okay. Soll ich sie für euch kochen, wenn ich schon dabei bin? Ich werde bald damit zurückkehren. Ich werde mein Bestes tun, aber ich kann nichts versprechen. Ja gut, soll ich sie für euch kochen? Was? Nein! Alles gut, ich habe nur gescherzt. Und das soll ich euch glauben? Aber wen hältst du mich denn? Der Fisch, den ihr in der Fischerei hegt, muss euch sehr wichtig sein. Es spricht die Wahrheit. Gut. Ich werde bald damit zurückkehren. Mein Dank an euch. Ja, gerne. Bitte helft mir. Ich werde meine Arbeit bei der Fischerei von Rifton verlieren. Warum? Das ist toll, wie sie sagt, ich werde meine Anstellung verlieren. Dann die erste Frage, arbeitet ihr gerne bei der Fischerei? Wahrscheinlich. Boli ist ein guter Mann. Er bezahlt uns angemessen und passt auf uns auf. Früher arbeitete ich in der Schwarzdornbrauerei. Aber Indarin und ich waren uns nie ganz grün. Dieser Elf hat nicht einen Hauch von Geduld. Es ist wahrscheinlich ohnehin das Beste. Ich bin weit besser darin, Fische zu fangen, als in einer Brauerei zu arbeiten. Ist das so? Okay, ihr könntet eure Anstellung verlieren. Meine Anstellung bei der Fischerei von Rifton ist in Gefahr. Boli, der Eigentümer, machte mir klar, dass ich raus bin, wenn ich noch einmal in diesem Zustand zur Arbeit komme. Was für ein Zustand? Ich will mir das nicht antun, aber ich kann nicht anders.
Vor einem Jahr habe ich Skooma zum ersten Mal probiert. Und seitdem kann ich nicht mehr damit aufhören. Wenn ihr einen Heiltrank für mich hättet, könnte ich meinen Körper von diesem Gift reinigen und in mein Leben zurückkehren. Und das ist mein Problem, weil... na gut, wir sind mal nett. Ich werde euch eure Güte nie vergessen. Danke. Hier, nehmt das. Mehr kann ich euch für euer Geschenk leider nicht geben. Ein Silberring. Ja, gut. Gegen einen Heiltrank kann man ja mal machen. Ich kann noch mal mit dir reden. Komm also, dank euch fühle ich mich jetzt... Ich denke nicht, dass ich euch das sagen sollte. Ich meine, die könnten mich umbringen. Ihr schuldet mir was. Hier, hilft das? Nimm mein Gold! Okay, oder einschüchtern. Und wer sagt, dass ich das nicht tun werde? Okay, ihr schuldet mir was. Das ist es nicht wert, deswegen zu sterben. Okay, dann einschüchtern. Gut, gut, ich sage es euch. Funktioniert immer. Ich bekomme mein Skooma von Sartes Idrin. Er hat sich drüben im Lagerhaus von Rifton eingerichtet. Aber da werdet ihr nicht reinkommen. Seit Kriegsbeginn haben die das Lagerhaus verbarrikadiert. Wetten, ich komme da rein? Wer hat einen Schlüssel für das Lagerhaus? Ich habe gehört, wie Boli gesagt hat, dass nur der Jarl den Schlüssel zum Lagerhaus hat. Wenn ich mich dort mit Sartis treffe, erwartet er mich normalerweise draußen mit seiner Leibwache. Okay. Dann haben wir das schon mal raus. Und dann können wir den jetzt anzeigen. Alles klar. Ja, okay, was ist Skooma? Für alle, die es nicht wissen, hier, das ist die Partydroge in ganz Himmelsrand. Ich bin mir nicht sicher, woraus es gemacht wird, aber ich kann euch sagen, sobald ihr es einmal probiert habt, wollt ihr nichts anderes mehr. Die Dunmeer haben das Zeug vor langer Zeit erfunden. Sehr illegal und sehr schwierig zu bekommen. Ich habe meins von einem Handelsschiff in Einsamkeit bekommen. Der schlimmste Fehler meines Lebens. Ja, clean. Keine Ahnung. Okay, was werdet ihr jetzt machen? Ohne dieses Skooma wäre ich längst auf meinem Weg raus aus dieser furchtbaren Stadt. Mein ganzes Gold, alles weg. Jetzt muss ich wieder ganz von vorn anfangen. Ich werde nie wieder Skooma zu mir nehmen. Obwohl, hin und wieder ein Schluck Met kann doch sicher nicht schaden. Schluck Met vielleicht, aber nimm kein Skooma. Ihr wart sehr freundlich, ich danke euch. Ja, kein Problem, ne? Gehen wir mal. Alright. Da muss ich erstmal wieder rein nach Riften. Riften steht unter meinem Schutz und ihr benehmt euch besser. Ja, ja. Die tun immer so, als wäre ich richtig schlimm. Bin ich aber nicht. I'm just a little guy. Die Arbeit in der Fischerei von Rifton ist hart, aber sie bringt etwas Geld in meine Taschen. Gut, gut. Sind wir mal ein guter Bürger? Und zeigen... Die Diebesgilde hatte diese Stadt fest im Griff. Ja. Heute sind sie nur... Und zeigen diesen Drogenhändler an. Verzeiht, aber ihr... Lass mich doch durch. Seid ihr gekommen, um euch hämisch über den jüngsten Sohn des Jarl lustig zu machen? Immer. Was kann ich für euch tun? Ich habe einen Skooma-Händler in Rifton entdeckt.
Ja, wir wissen von Sartes Machenschaften im Lagerhaus. Toll. Leider sind wir uns sicher, dass er Informanten in der Stadtwache hat. Er ist uns bisher jedes Mal entkommen, wenn wir ihn festnehmen wollten. Wenn ihr euch jedoch dieser Sache diskret annehmen würdet, könntet ihr ihn vielleicht überraschen. Diskret? Ja, gut. In Ordnung, ich mache es. Entschuldigt, aber das hört sich gefährlich an. Gefahr, nein, Hilfe. Okay, ich mache es natürlich. Hervorragend. Hier, das ist der Schlüssel zum Lagerhaus. Dankeschön. Versucht, diesen Gifthändler zu schnappen und ihn zu überzeugen, seine Geschäfte dauerhaft aufzugeben. Alright. Ich wünsche euch eine gute Reise. Danke. Als Jarl Lailas Huskarl möchte ich euch bitten, stets die Gebühr. Deswegen bin ich da auch so nicht reingekommen, natürlich. Das wäre ja auch zu leicht. Ich glaube zumindest, es ist das gleiche Lagerhaus. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko? Nein, es ist nicht, tatsächlich. Was hat die gerade gesagt? Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Des schönsten Schmuck und erlesene Edelsteine. Oh Mann, ich brauche mal eben die Karte. Ich muss auf die andere Seite. Alles klar. Die Arbeit in der Fischerei von... Wenn ihr euch in Rifton niederlassen wollt, gibt es da ein Haus, das zum Verkauf steht. Das ja, ich habe jetzt gerade nicht so viel Geld dafür. Aber ich werde mir ganz bestimmt dieses Haus noch holen. Wow, wow, wow. Wow. Ich will euch vernichten! Oh, was für ein hübscher Glitch. Aber gut, erledigt. Dann durchsuchen wir ihn direkt mal. Oh, schönes Geld. Noch ein Schlüssel. Und den Rest brauche ich nicht. Und du? Brauche ich auch nicht. Dann machst du eine Tür auf, du bist ja erstmal angegriffen. Typisch wieder hier. Ich gehe gleich runter. Ich gucke gerade, ob es hier irgendwas zum Looten gibt. Sieht aber nicht so aus. Ah, hier am Tisch. Beschädigtes Buch brauche ich nicht. Hier ist noch ein bisschen Gold. Nein! Ah, jetzt habe ich den Teller eingesteckt. Egal. Hier noch irgendwas. Ein Besen. Gut. Dann hier runter. Wie praktisch, dass ich diesen Schlüssel habe. Was ist das denn? Ah, guck mal. Da ist ja das ganze Zeug. Nehme ich natürlich mit. Mondzucker und Skoma. Kann man bestimmt Geld mitmachen. Großer Sack. Äpfel. Sartes Beute. Die Lieferung steht bereit. Lesen. Sartes, ich habe gerade eine Lieferung Mondzucker aus Morrowind erhalten. Wir raffinieren ihn gerade und der Skoma sollte fertig sein, wenn ihr zur Felsrinnenhöhle kommt. Bringt das Gold mit, aber oder lasst euch gar nicht erst blicken. Kilnir. Gut. Ich nehme den mal mit. Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, Anweisungen dabei zu haben. Oh, ich bin noch im First Person. Ist auch noch was. Äpfel. Gut, brauche ich nicht. Also, kann man gebrauchen. Muss ich aber nicht. Mal hier noch. Met. Karotten. Okay, gut. Auf geht's. Raus hier. Gut, Quest. Lies die Liste mit Schwimmwetterfischen. Ja, das ist was anderes. Tatsächlich.
Habe ich dazu gar keine Quest gekriegt. Deswegen habe ich den Zettel mitgenommen. So sieht's aus. So sieht's aus. Ach nee, ist glaube ich unter Büchern. Genau, die Lieferung steht bereit. Felsrinnenhöhle. Das ist... Nicht diese Höhle, wo ich schon war. Okay, dann ist es eine andere. Ja, die finden wir mit der Zeit. Kommt Zeit, kommt Rat. Oder so. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeiten... Ja, jemand hat mir meine Süßigkeiten geklaut. Habt ihr ein Problem damit? Ah, ich muss mich mal gerade bequemer hinsetzen. Nein, ich möchte nicht angreifen. Danke. Okay. Kauf und verkauf edler Schmuckstücke. Jetzt gucke ich nochmal eben. Lies das Gesuch, junge Schlammkrabbe. Great. Das Gemüse ist so frisch wie ein Wo denn? Es gibt hier einfach viel zu viel Kram. Ich könnte natürlich auch mal mit der Hauptstory progressen. Das wäre natürlich auch nicht blöd. Ich muss mal nach Flusswald zurück. Die Lage scheint sogar noch schlimmer zu sein, als Delphine bisher vermutet hat. Die Drachen erwachen nicht einfach nur wieder zum Leben, sie werden von anderen Drachen wiedererweckt. Delphine glaubt, dass die Talmor dahinter stecken und finstere Absichten verfolgen. Sie wird ihre Kontaktleute befragen, wie die Botschaft der Talmor am besten zu infiltrieren ist. Ja, komm, dann machen wir das doch mal. Vielleicht sollte ich es auch anklicken. So. Schnellreise regelt. Los geht's. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung, stimmt's? Ja, ja. Liegt immer noch hier. Es ist einfach so. Ich weiß, es ist wahrscheinlich einfach auch nicht vorgesehen gewesen, aber dass die Leichen noch nicht wegrollen. Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Ja, wie immer halt, ne? Okay. In den Keller. Ha, ich bin zurück. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Cool. Kommt ihr nicht mit? Das ging ja schnell. Warum kämpfen wir uns den Weg nicht einfach frei? Ja, wieso? Das also ist euer Plan? Selbst wenn ihr das überleben würdet, wären die Dokumente verschwunden, bevor ihr hineingelangen könntet. Wir sind wegen der Informationen gekommen. Schon vergessen? Ja. Vertraut mir. Ich mache das schon sehr lange. Meine Methode ist besser. Okay, okay. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Gut. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im zwinkernden Skewa treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Zu viele. Nein. Okay. Wer ist dieser Kontakt? Seid ihr auch sicher, dass er vertrauenswürdig ist? Wie komme ich auf diese Feier? Und was mache ich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Ich werde euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn getroffen habe. Ja, wer ist denn? Wer ist denn der Kontakt? Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf,
Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Walenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Dies ist ein Oder an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Ein Prost auf die Jugend. Fängt einfach so Bade an zu singen. Einfach so random. Hallo? Ich unterhalte mich hier. Geh nach Hause. Sturmäntel ade und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben. Den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und kommt unser Entführt nach Sovngarde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Fertig? Er ist fertig. Was habt ihr immer noch Fragen? Ja, natürlich. Ich bin nicht dazu gekommen, weiter zu fragen. Also, wie komme ich auf diese Feuer? Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Ich gebe mir Mühe. Was mache ich, wenn ich es geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Yay. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elenvents Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Oh Mann. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stamm. Schnell weg hier. Großreden schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Wieso singt der so laut? Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Wir haben Zimmer und Essen. Ihr auch Getränke. Und ich all unseren. Das ist einfach. Braucht so ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Ja, es ist einfach so ein Moment gewesen, als ob er direkt hinter dir steht und auf einmal anfängt zu singen. Es ist so okay. Gut. Wo müssen wir hin? Da hoch. Nach Einsamkeit. Sollte ich mich nicht vorher irgendwie... Nee. Nee, ich soll mich vorbereiten und nach Einsamkeit kommen. Okay. Kann man auf dem Weg noch irgendwas machen? Hier war man anscheinend sogar schon in Ustengraf. Ah ja klar, in Ustengraf war ich schon. Ist das hier eins der Gräber? Ja, was haben wir denn noch hier? Lies die Liste mit schönen Wetterfischen. Ach so, die hat mir das Gesuch gegeben. Deswegen konnte ich es gerade nicht auf der Karte finden. Schauen wir noch mal rein. Gesuch. Junge Schlammkrabbe. Super, jetzt muss ich nochmal mit dir reden, weil ich es gelesen habe und ich bin aus Riften weg. So funktioniert dieses Spiel. Jedenfalls, was steht denn da drin? Gesuch, junge Schlammkrabbe. Nachdem ich Schwert und Bogen an den Nagel gehängt habe, um ein ruhigeres Dasein zu führen, beschloss ich, das Leben und die Lebensräume von Schlammkrabben zu studieren. Hier in der Fischerei von Riften. Ich habe die Hoffnung, dass wir dereinst Schlammkrabben züchten, so wie wir es mit Fischen tun. Wenn nur die anderen in der Fischerei mein Interesse teilen würden. Ich suche momentan nach einer jungen Schlammkrabbe, damit ich ihr Wachstum bla 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 umblättern, untersuchen kann. Diese jungen Schlammkrabben verlassen selten das Wasser. Ich brauche also einen kühnen Angler, der mir eine fängt. Man findet sie in beinahe allen Seen und Flüssen im Himmelsrand, aber eine ihrer Kinderstuben soll sich in Weißlauf westlich der Bruchzahnhöhle befinden. Bitte beeilt euch, ich muss so bald wie möglich Fortschritte bei meinen Forschungen erzielen. Viria, Fischerei von Riften. Notiz an mich, es ist 12 Tage her, dass ein Abenteurer sich dieses Gesuch annahm und bislang nichts. Wie lange muss ich noch warten? Ja, der andere Abenteurer wird wahrscheinlich nicht mehr kommen, wa? Dann machen wir das doch erstmal. Fertig. Vielleicht kriegen wir das ja geangelt. Erstmal zurück nach Riften. Da.
Müssen wir wieder durch irgendeine Tür. Das ist auch ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Maul. Du? Du. Ich bin nur auf der Durchreise. Ja? Dann hört mal zu. Es gibt hier nichts zu sehen. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Fremder, der seine Nase in Dinge steckt, die ihn nichts angehen. Und warum ist das dein Problem? Wer sind die Schwarzdorns? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Ist der hier sauber? Ungewöhnlich, Nedelstein. Okay. Mutz, ja, ich bin auch nicht gerade sauber. Hier, was könnt ihr mir sagen? Gut. Warum sagt ihr es mir nicht einfach kostenlos? Oh, das könnte schwierig werden. Ich gehe euch einfach aus dem Weg. Ich zeige ihm erstmal den Edelstein. Ich habe den ganz vergessen, dass ich den habe. So einen bekommt man nur, indem man ihn stiehlt. Ihr werdet wohl besser hier reinpassen, als ich gedacht habe. Also, was wollt ihr wissen? Verratet mir, was dieser Edelstein wert ist. Sehe ich etwa aus wie ein Händler? Das müsst ihr mit Vex in der Diebesgilde besprechen. Okay. Wenn ihr euch gut mit ihnen stellt, werdet ihr sie finden. Ich war schon da. Okay. Dann, ja, was weiß ich, erzähl mir mehr über die Schwarzdorns nochmal. Also, wir haben Maven, die im Großen und Ganzen für die Operation verantwortlich ist. Sie hat Freunde in hohen Positionen, wenn ihr wisst, was ich meine. Außerdem hat sie Verbindungen zur Dunklen Bruderschaft und zur Diebesgilde. Ihr könnt also niemand etwas anhaben. Denkt daran, wenn sie euch einen Auftrag erteilt, macht lieber genau das, was sie sagt. Habt ihr Neuigkeiten über die Dunkle Bruderschaft? Ich habe nur das Gerücht gehört, dass ein Junge namens Aventus Aretino in Windhelm versucht hätte, die Dunkle Bruderschaft zu kontaktieren. Er hat hier in Rifton im Waisenhaus auf der anderen Seite der Stadt gelebt, ist dann aber wohl weggelaufen. Man kann es ihm nicht verübeln. Gut, könnt ihr mir etwas über die Diebesgilde erzählen? Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Ich war selbst mal dabei. Hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Gut zu wissen. Wir sehen uns. Was wollt ihr? Ich kann uns erzählen, ne, ganz ehrlich. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ciao. Ich muss jetzt erstmal Viria wieder suchen. Hey, Lydia. Dich hier? Er hat mich doch gerade hier reingeschickt. Jetzt bin ich verwirrt. Gehen wir nochmal runter. Hier war ja auch eine Tür. Ich meine, vielleicht hat sie mittlerweile den Ort gewechselt, weil es ist ja Nacht geworden, aber... Doch, da ist sie doch. Ihr habt Fragen? Nee, nicht an dich. Noch nicht. Okay, wo kann ich Karten mit Angelstellen in der Umgebung finden? Das ist schon mal praktisch. Kennt ihr Belethors Laden in Weißlauf? Fragt da als erstes. Er hat solche Sachen in seinem Sortiment. Weißlauf. Ich bin in Rifton. Und Weißlauf ist halt hier. Wieso habt ihr in eurer Stadt keine Karten? Was ist das? Also gut. Ja gut, komm, nochmal mit dir reden. Ja, das bezieht sich jetzt auf die das Schlammkrabbengesuch. Ich verstehe, ihr habt jemanden angeheuert, der euch eine junge Schlammkrabbe bringen sollte, aber nie zurückgekehrt ist. Das scheint zu stimmen. Scheint nur? Okay. Ich würde mich schon um das Gesuch kümmern, oder ich habe keine Zeit. Ja, ich mach das. Danke. Viel Glück da draußen. Danke. Und weg ist er. Besorge eine junge Schlammkrabbe für Miria.
gut. Da ist ein Symbol. Das ist auf der anderen Seite einfach nur. Ich habe ja eine Angel. Muss ich die angeln? Fragen über Fragen. Okay, ich kann damit sogar Schaden machen. Fantastisch. Schwimmen wir mal rüber. Der Himmel ist wieder sehr schön. Gefällt mir so gut. Karten mit Angelstellen hast du auch nicht. Ja, klar, aber von der Logik her, dass man da überall in der Theorie angeln kann, wäre es eigentlich sinnvoll gewesen. Hätten die auch Karten. Ich habe natürlich auch keine Karten, aber ich bin ja auch kein Händler. Komm schon. Da kommt ein Haus auf uns zu. Mein Gott, wie weit ist das denn? Okay, man sieht es nicht auf der Karte. Dann... Moment. Das Symbol müsste ich aber... Ja, nee, also... Da laufe ich jetzt nicht zu Fuß hin. Ich dachte, das wäre einfach nur am anderen Ufer. Okay, dann... werde ich hier natürlich hinschnell reisen. Ist auch viel effizienter. Gut, das wäre dann die Richtung. Wieso habe ich mir eigentlich immer noch kein Pferd gekauft? Weiß auch keiner so recht. Oh, Hilfe? Nee, es gäbe. Ich sehe hier eine Höhle. Und ihr wisst, was das heißt. Da gehe ich rein. Ich bin ein Höhlenmensch. Naja, okay, ich bin eigentlich kein Höhlenmensch, weil ich bin in diesem Spiel kein Mensch und naja. Da. Rein mit mir. Oh, mal speichern. Schon lange nicht gemacht. Irgendwas ist da drin. Und jetzt werdet ihr sterben. Vampire. Schimmer. Ah, ich hab schon gezogen, verdammt. Was ist denn los hier? Ich treff gar nicht. Ich werde euch aussaugen, Streicher. Ich hab ein Level gehabt. Oh, das freut mich. Oh, was war das für ein Move? Ja, ich heil mich mal kurz. Die ist nicht so einfach. Gift, Gift, Gift. Das ist nicht schlecht. Bist du tot? I can't see shit. Sieht gut aus. Also Dietrich, Gold, Rubin, Vampirstaub auch nicht schlecht. Das brauche ich nicht. Gut. Was ist mit den Skeletten noch?
brauche ich nicht. Blutige Lumpen. Hä? Lumpen brauchen wir auch nicht. Da ist eine Kiste. Sehr schön. Ah, sehr schön. Gold und ein Zaubertrank wird eingesteckt. Was haben wir hier oben? Nichts. Und hier? Auch nichts. Da kamen nur die Skelette raus. Ich dachte gerade, das sind irgendwelche Kreaturen, aber es sind nur Lappen im Wind. Okay, was haben wir hier? Ein Totenschädel? Ne, brauchen wir nicht. Oh, du stehst gerade erst auf. Das trifft sich gut, Vampirmeister. Dann können wir direkt mal draufschlagen. Oh ja. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Er ist schon tot, Lydia. Chill. Level up wollte ich noch machen. Was ist denn gut? Gesundheit ist gut. Gesundheit ist immer gut. So. Rüstung ein bisschen verbessern. Wieso eigentlich nicht? Stählerne Fäuste. Unbewaffnete Angriffe mit schweren Panzerhandschuhen bewirken ihren Rüstungswert als Schaden. Das möchte ich nicht machen. Rüstungswert um 40% gesteigert. Und das ist gut. Das haben wir schon. Und das können wir nicht machen. Dann machen wir das hier einfach weiter. Unsterbliches Blut. Verfasser unbekannt. Was haben wir hier noch? Geschichtlicher Überblick des Kaiserreiches Band 2. Ich glaube, die habe ich alle schon dreimal gelesen. 10-mal. Ein Tanz im Feuer. Und was haben wir hier noch? Der Argonische Bericht Band 1. Ich glaube, den hatte ich auch schon gelesen. So, was haben wir hier noch? Eine schäbige Robe. Ja, okay. Kiste. Kiste ist gut. Meridias Stern. Oh. Nehme ich mit. Gold, Granatstein. Oh Gott, ich bin gleich schon wieder voll. Nämlich jetzt. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreat zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Ja, okay. Meridias Stern zum Berg. Schieß mich tot. Was hat der denn? Na, wahrscheinlich ist die Quest nicht aktiv. Okay. Moment. Ich habe hier mein schlaues Buch. Ich dachte mir, bevor ich aus dem Rattenweg nicht rausfinde, dann habe ich mir mein Skyrim-Buch geholt. Aber ich schlage jetzt mal ganz kurz nach, wer Meridia eigentlich ist. Ich habe so eine Ahnung, aber ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Mal gucken, ob das hier drin steht. Mene Meridia. Seite 293. Das ist eine dädrische Quest. Höchstwahrscheinlich. Und Meridia ist die Tochter der Sonne. Ah ja. Also eine Daedra-Fürstin. Gut. Hat mir das auch geklärt. Dann, ja. Können wir natürlich machen, ja. Mach ich gerne. Holy fuck. Du fühlst dich schwächer, während die Sonne aufgeht. Die haben mich gebissen. Ich wollte ja ein Vampir werden, aber doch nicht so schnell. Ein Bügeleisen nehme ich auch gleich mit hier.
Ja, ich bin zu schwer. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Pfeile brauche ich nicht, habe aber auch kein Gewicht. Egal. Gehen wir mal hier rein. Dravens Bogen, warum habe ich den? Ach, den wollte ich wahrscheinlich auch Lydia geben, aber der Orkbogen ist besser und den wollte ich verkaufen, aber... Questobjekte können nicht aus... Es ist ein Questobjekt, ich weiß nur noch nicht für welche Quest. Oh, Zeit, das rauszufinden. Eisenzweihänder der Müdigkeit, Schwert der Klingen habe ich dran. Das ist eigentlich auch gut und macht Ausdauerschaden. Warum habe ich das nicht? Ausgerüstet, der Zwergendurch. Ja, komm, den lassen wir hier. Nicht so wichtig, nicht so wichtig. Ach, ich weiß, warum ich das nicht benutze. Das sind Zweihänder. Schon wieder nicht auseinandergehalten. Gut, Schwert der Klingen. Perfekt. Winziger Seelenstein. Hier ist noch ein schwarzer Seelenstein. Das ist ein Buch. Das Geheimnis von Prinzessin Talara. Illusion verbessert. Schön. Werde ich wahrscheinlich nicht leveln in diesem Playthrough, aber good to have. Ah, da liegt ein Schwert. Zwergenschwert des Entlehrens. Ist aber schlechter als mein aktuelles. Was haben wir hier noch? Mehr blutige Lumpen. Ein menschliches Herz. Ein Bandit. Gucken wir uns den mal an. Gekochter Schnutfisch. Ein Schnutfisch. Gold, Rockerfleisch, das lasse ich alles da. Was haben wir hier? Zaubertrank der Heilung. Und die Wolfskönigin. Jawohl, Schlossknacken verbessert. Perfekt. Salz können wir auch mitnehmen. Mach mal den Tisch noch auf. Ein bisschen Gold drin, sehr schön. Cool. Ich glaube, mehr ist hier tatsächlich nicht. Ups. Ne, das ist alles. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt die Schlammkrabbe noch kriegen. Aber sehr interessant. Keine Fallen hier. Es kann ja nicht immer Fallen geben. Ist ja auch nur eine Höhle. Hey, seht mal. Eine Höhle. Dein Ernst, Lydia? Was? Da waren wir gerade drin. Was ist falsch mit der? Also ich habe sie ganz gerne, aber was ist falsch mit ihr? Hui, das hat gerade geruckelt. So, let's fish some Krabbe. Du. Oh Gott, da ist ja eine große. Ich will aber, ich will eine Babyschlammkrabbe. Kritischer Schlag. Will sie nur den Inhalt oder will sie die ganzen Teile? Ich nehme mal alles mit. Ah, nee, das da. Junge Schlamm. Ist das die junge Schlammkrabbe? No way. Die ist riesig. Krass, okay. Dann müssen wir wieder zurück. Ein Hin und Her. Fühlt ihr euch krank? Niemals. Hey, aufpassen! Ach, ich darf das. Die Arbeit in der Fischerei. Die sagt auch immer das gleiche. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so. So, ich habe eine junge Schlammkrabbe für eure Untersuchung gefunden. Bitte sehr. Danke. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Ich bin euch dankbar für eure Bemühungen. Hier, nehmt das.
Du hättest auch einfach dahin reisen können. Ich meine, es war jetzt nicht so aufwendig. Ich habe das eigentlich nur mitgenommen. Aber gut. Kennt ihr jemanden Himmelsrand, der Angelaufträge vergibt? Für euch geht es Richtung Falkenring. Es steht alles in dieser Notiz. Lies das Gesuche, Glasbarsch. Bis zum nächsten Mal. Ich habe die anderen Gesuche noch gar nicht gelesen. Ich wollte mich sogar verziehen. Passiert viel zu schnell. Gut. Bücher. Gesuch, Glasbarsch. Ein einzelner Glasbarsch wird für einen Trank benötigt, den ein Kunde bestellt hat. Da ich unter Tags mein Geschäft nicht unbeaufsichtigt lassen kann, kann ich nur jemanden anderen bitten, diesen Fisch für mich zu besorgen. Bitte besucht mich in meinem Laden. Gruftiges Gebräu in Falkenring, sobald ihr den Glasbarsch habt. Ich setze eine Belohnung von 100 Gold aus und es gibt eine zusätzliche Belohnung für jedermann, der mich bei einer privaten Angelegenheit unterstützt. Private Angelegenheit? Okay. Da hätten wir das. Was war mit dem Brief? Ja, den habe ich schon länger drin. Ah, hier ist die Liste mit den schönen Wetterfischen. Karpfen, Glasbarsch, Goldfisch, Schnutfisch. Okay. Ja, ich beschaffe einen Karpfen, alles klar. Ich werde jetzt aber nicht so viel Zeit mit Angeln hier aufwenden, deswegen gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes machen. Speichern, gute Idee. Speichern machen wir mal. Hat er jetzt gespeichert? Ja, okay. Begonnen, klar im Kopf. Nee, Quests wollte ich. So. Okay. Ich schaffe einen Glasbarsch. Ist mal erstmal weg. Das lassen wir auch erstmal. Okay, bringe Meridias Stern zum Berg Kilkrea. Das, was da steht, ich meine, wir lesen können. Ja. Gucken wir mal. Das ist in die Richtung wieder. Da. Das ist bei... Ist das bei... Ja, es ist bei Einsamkeit, genau. Was ist denn das Stück? Ah, wobei, ich kann mich ja hier hin teleportieren. Ja, machen wir doch mal. Vielleicht gehen wir dann auch noch nach Einsamkeit. Einsamkeit. Oh. Ich bin irgendwie, sehe ich gerade in der Kamera, sehr heftig überbelichtet. I'm sorry, falls ich aussehe wie ein Geist. Ist nicht meine Absicht. Begräbnisurne. Na ja, doch richtig gesehen. Lauf! Lauf, Junge, lauf! Schwimmen! Schwimmen, Junge, schwimmen! Okay. Ich glaube, hier oben ist es sehr kalt. Aber gut, in Einsamkeit oder um Einsamkeit herum ist es auch immer sehr eisig und ganz viel Schnee und wundert mich nicht. Es ist sehr weit im Norden. Pilzschote. Okay, nehmen wir mal mit. Ich trage zu viel. Ich habe doch nur Pilze geerntet. Wieso trage ich dann zu viel? Was soll das? Ich müsste eigentlich mal den ganzen Mist hier wieder verkaufen. Wieso trage ich die eigentlich nicht? Rüstung 25. Trage ich überhaupt Stiefel?
Ja, die da. Stahlschienenstiefel. Sieht so ein schicker aus. Ich schmeiß die einfach weg, so. Für einen glücklichen Finder kann er ja meine Stiefel haben. Dann mal hier. Kruge, Teller, Kruge, ja. Krüge, Teller und sonst nichts. Ja, noch mehr Pilze. Deiners Valens Tagebuch. Okay. Da steht viel drin. Könnte zu einer Quest führen. Oder auch nicht. Aber vielleicht hier in dem Grab. Das ist ja direkt hier in der Nähe. Ist nicht eingezeichnet. Egal. Ich gehe da jetzt mal hin. Schönes Seelenstein. Natürlich, was soll es sonst sein? Fragt ihr auch bei jeder zweiten Ruine. Ach, ich reg mich heute ein bisschen viel über Lydia auf. Sie kann ja nichts dafür, dass sie so programmiert wurde. Okay, gehen wir mal rein. Bevor es weitergeht, speichern. Wobei ich glaube, er hat gerade Autos safe gemacht, aber ist mir egal. Ich trinke mal kurz aus. So. Frisch gestärkt ans Werk. Hab Krach gemacht. Vielleicht kommt gleich jemand. Mal bereit sein. Das ist ein Schalter. Nicht drauftreten. Ich wette, es tritt gleich jemand Bestimmtes drauf. Na, doch nicht? Wow, Lydia, du kannst einer Falle ausweichen? Hätte ich nicht gedacht. Oh Mann, ich mecker schon wieder über sie. Ja, sobald ich mal einen anderen Gefährten habe, werde ich sie wahrscheinlich auch mal austauschen, einfach um Variety zu haben. Jetzt haben wir hier schönes Wein, Tomate, Brot, noch mehr Brot. Okay. Ist ein Rätsel. Was? Ich wollte mich gerade mit dem Rätsel beschäftigen. Die liegen hier schon tot rum. Die können das nicht gewesen sein. Abenteurer, ja. Ihr hättet kein gutes Abenteuer, glaube ich. Wenn er hier tot rumliegt. Okay, ich guck hier erstmal, ob da. Wow! Holy shit! Ja gut. Geht das auch wieder raus? Lydia, komm mal raus. Ich höre hier jemanden. Also ich höre hier einen Gegner. Wo ist er? Oh, versteckst du dich? Hat's aufgehört? Okay. Da! Wie der Biss eines Klos. Nein, ich will das nicht mitnehmen. Ich schmeiß den auch raus. Brauch den nicht. Was hab ich denn hier noch? Eisendolcher Verminderung, okay. Ich meine, ich kann Geld ja auch anders verdienen. Hallo? Ich brauche nur wieder noch. Nicht Tür zumachen. Den Göttern, nein! Bitte, ja, klar, jawohl. Okay. Das war's. Gut gemacht.
Eisenbarren? Ja, wieso nicht? Warum auch immer Leichen Eisenbarren mit sich rumtragen, aber das wird schon sein. Ich kann heute irgendwie nicht reden. Es wird schon seinen Sinn haben, so. Ich habe gesehen, hier ist irgendwo ein Zwergenschild gewesen. Rüstungswert 38. Das ist besser als mein Stahlschild. Gönnen wir uns doch mal. Zack. Und tschüss. Oh, jetzt haben wir einen schicken Schild hier. Riesending. Aber das ist schon nicht schlecht. Hier noch mehr tote Drauger rum. Und Abenteurer. Eine Pelzrüstung. Schwere Rüstung ist mein Ding. Bisschen Gold. Moment, kann man hier irgendwas... Nee, da ist nichts weiter. Als Magier hätte ich das auch ganz witzig gemacht. Ich hätte einfach hier diese ganze Spur angezündet. Mit einem Feuerzauber. Und dann wären die wahrscheinlich alle reingerannt. Das wäre auch lustig gewesen. Beim nächsten Mal. Oh. Lydia. Ich komme hier nicht mehr raus. Was ist denn los? Wieso kann ich nicht rausspringen? Komm ich nur raus an richtigen Uferstellen? Die will mir erheben. Ah! Geht doch. Okay, jetzt sind wir eine Ebene höher. Ich frag mich gerade, ich habe dieses Rätsel am Anfang jetzt gerade nicht gemacht, aber die Tür war ja eh offen. Ach, bestimmt wegen diesen anderen Abenteuern, die hier reingegangen sind. Ich meine, mir soll's recht sein. Muss ich mich nicht mit rumschlagen. Oh je. Ich glaube, der ist tot. Die Elfenbeindrachenklaue. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Okay, die Aufzeichnung gucken wir mal. Karte aktualisiert. Okay. Da steht viel drin, das lese ich jetzt nicht alles vor. Das ist zu viel. Aber ich nehm's mit. Why you dead? What happened? Muss doch hier irgendwo sein, dass ich dann... Ah. Ja, sollen wir runterlassen. Oh, du verspürst einen seltsamen Durst, während die Sonne untergeht, ja. Die haben mich vampirifiziert. Ah, ist okay. Ich lasse es einfach geschehen. Ich hole mir kein Gegenmittel. Minimal tot, ja. Nicht nur minimal tot, der ist sogar ziemlich tot. Ah, hier ist das Schlüsselloch. Na dann, rein damit. Oh, perfekt. Das sah cool aus. Sehr schöner Move. Eine Falle. Ein Drauge. Ich werde noch richtig gut mit den Fallen. Lydia nicht.
Oh, Jesus. Warum tust du mir das an, Lydia? Hilfe. Na gut, es ist nur eine kleine Vergiftung. Damit komme ich, glaube ich, klar. Du siehst aus, als kommst du gleich raus. Nicht? Okay, dann bringe ich dich dazu, dass du rauskommst. Cool, was haben wir hier? Eine orkische Kriegsaxt. Ja, die kann da bleiben von mir aus. Hm. Ist da auch ein abgeschlachtet? Hab ich gar nicht gesehen. Hebel. Ganz viele davon. Aha. Ach, ich hasse solche Rätsel. Okay, den wieder runter. Gut. Oh. Wölfe! Ich speichere mal. Holy shit. Achtung, fallende Steine. Nicht so viel. Der ist intelligent, der ist denen ausgewichen. Ich werde euch töten! Nein, das mache ich. Gut. Okay, was haben wir hier noch? Nichts weiter. Guten Tag. Ich wollte mal reinkommen. Der seine Waffe gezogen hat, ey. Wo bist du denn hin? Dude. Das sind Zweihänder, deswegen ist der besser als meine einhändige Klinge. Interesting. Wo gehen wir denn zuerst hin? Hier ist auch noch so eine Kette. Heilige Scheiße. Wann ist die Giftpfeile? Oh, 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 ja, ja. Ich mach's ja nicht nochmal. Who are you? Ein Drauger erwischt. Und gefällt euch das? Jetzt bezahlt ihr. Uiuiui. Winziger Seelenstein. Den können wir gerne mitnehmen. Hier ist wieder ein Rätsel. Da ist eine Falle. Uiuiui, ouch. Oh. Vielleicht hätte ich mir merken sollen, was am Anfang da war. Vielleicht hat das auch einfach keine Bewandtnis. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt aber auch nochmal hier rein. Ah, hier sind die. Die Felder. Oh, Entschuldigung, Lydia, ich wollte dich nicht hauen. Okay, wo geht's da lang? Das auch nichts weiter. Dann merke ich mir mal kurz hier das Pattern. Ein Vogel. Ein Fisch. Und eine Schlange. Vogel, Fisch, Schlange. Moment, ich muss noch einen Hebel ziehen. Das sah nicht nett aus.
Fisch. Schlange. Nichts passiert. Beziehungsweise vielleicht muss ich jetzt ja an diesem Hebel ziehen. Ja, es war richtig. Yay. Uff, uff. Das war auch sehr schön. Pelz mit. Oh, ein Steinchen. Fabulös. Das ist schon wieder ein Erdbeben. Stahlzweihänder der Himmelsschmiede. Aber den lasse ich da. Okay. Heiltränke sind der Shit. Mal hier noch. Okay, kann man nicht angucken. Sehr schön, wir haben es geschafft. Okay, wir haben es noch nicht geschafft. Erstmal noch ein paar Gegner machen. Da kommen noch mehr aus ihren Gräbern. Hier Zombies. Das alle? Ne, das noch alle. Beautiful. Erstmal looten, alles andere ist egal. Gut. Was ist die richtige Reihenfolge? Ach so, ja, das steht ja auf dem Ding drauf. Zählt das als Schlüssel? Nein. Dann als sonstiges. Zoom. Zwei Vögel und unten keine Ahnung. Was soll das denn sein? Ein Gebilde. Also ich sage immer, das ist ein Vogel. Es sieht für mich aus wie ein Vogel. Keine Ahnung, was andere darin sehen. Für mich ist es ein Vogel. Ich gehe mal kurz näher ran. Ah, ein Drache ist es. Okay, dann war das andere ein Drache. Let's go! Rein da in die gute Stube. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja auch mal fix speichern. Was haben wir auf dem Tisch? Orkisches Schwert, Einbalsamierungswerkzeug, kaiserlicher Helm, verbrannte Bücher. Okay. Mit verbrannten Büchern kann ich leider nichts anfangen. Krypta gefunden! Was? Yay! Was? Ach, Lydia! Was ist los mit dir? Elfenpanzerhandschuhe, Rüstungswert 11. Sind die besser als meine? Ich glaube zwar nicht, mal gucken. Ist das Hemd? Was sind die Dinger? Da, 26. Nee. Die sind leider nicht besser. Die bleiben hier. So, sind der Krypta noch irgendwelche so Gegner? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist immer so witzig, wie sie das einfach in jeder Krypta sagt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Die sind alle ähnlich aufgebaut, Lydia. Und ich habe sowas auch noch nie gesehen. Außer in meinen Playthroughs vorher. Aber mein Fahrrad hat es theoretisch nicht gesehen. Gehen hier die Särge auf.
Mikrul Galdason. Deine Zeit ist gekommen. Uff, ouch. Okay, was haben wir denn hier? Blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügt. Ja, klingt gut. Ja, das ist ein langsamer Blocken, ey. Boah, ich glaube, der hat mir irgendwie eine Blutung zugeführt oder so. Das bringt nichts. Dauerhaftes Gift der Magiker bringt auch nichts. Kannst Guma nehmen? Wie einfach dabei steht, gestohlen. Ja, well. Das ist gut, das nehmen wir mal. Gut, muss man halt rankommen. Komm schon. Jawohl. Hier noch einer. Einer, sage ich. 30 Särge gehen auf. Kommen die da auch raus oder bleiben die da? Okay. Die wollen anscheinend nicht gegen mich kämpfen. Dann loote ich sie einfach nur. Wieso auch nicht? Da kann man auch raus. So, was hast du bei dir? Ein Fragment von Gauldors Amulett. Steigert die Gesundheit um 30 Punkte. Wieso eigentlich nicht? Abgeschlossen. Ich find's toll, wenn ich Quests abschließe, ohne die Quest jemals angenommen zu haben. Aber hey. Aber das sieht schon geil aus, das Schwert. Aber es ist leider so schlecht. Aber es absorbiert Gesundheit. Das ist eigentlich auch wieder gut. Ich nehm's mal. Versiegelungsformel. Gebunden seid ihr, Mikrul, Mörder und Verräter. Verdammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich. Vergessen sein Name und Taten im Land eurer Väter und eurer Magie unserem Schutzzauber weich. Du hast kein leichtes Leben gehabt. Kupferdiadem mit Onyx. Dann bin ich wieder zu schwer, wenn ich das mitnehme. Nee, das lasse ich jetzt hier. Gold, 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 Gold. Ich liebe Gold. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Ah, ich wollte nicht ducken. Und das nehmen wir auch mit. Ah, sehr schön. Ah. Ja, mein Fuß ist eingeschlafen. Das ist, glaube ich, zu lange drauf. Okay, ist hier noch was drin? Nein. Hier kann man nochmal die Kralle einsetzen. Wahrscheinlich komme ich dann raus. Und hier auch. Gold, 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 Gold. Ich höre Gesang. Es könnte ein Wort sein. Ich glaube, hier geht es einfach nicht lang. Ja, aber da ist eine Urne. Da ist, ah, ein Geldbeutel. Wer hat den denn da hingeworfen? Oh, brauche ich nicht mehr. Pff. Ja, ich höre es. Die Gesänge werden lauter. Ab dafür. Da. Mimi. Wort der Macht gelernt. Frost, Frostatem. Noch eins. Das freut mich. Eisenpanzerhandschuhe. Schlechter als die, die ich habe. Regeneration nehmen wir mit. Heiltrank nehmen wir mit. Stahlschild brauche ich nicht. Truhe? Oh, Bernstein. Sehr schön. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Wer hätte das gedacht? Seelenstein. Okay, was kann ich denn wegwerfen? Den kann ich nicht wegwerfen, der ist questrelevant, warum auch immer. Teil will ich nicht.
Ja, komm, hau den weg. Und ich nehme mal den jetzt. Ist zwar schwächer, aber wenn es Gesundheit absorbiert, ist es wahrscheinlich auch ziemlich gut. Noch irgendwas Hübsches? Nee. Ah. Geld. Geld, Geld, Geld. Ich brauche ganz viel Geld. Ich will mein Haus kaufen. Vielleicht auch bauen. Mal gucken. Und raus. So. Das war die Krypta. Aktivieren. Sarkophagdeckel. Jetzt bin ich einer von diesen Untoten. Nee, ich brauch das nicht mehr. Auf! Ah. Truhe! Ja, aber da war ich schon. Erstmal in die Falle getreten, war ja klar. Wo geht's raus? Hier. Mal direkt runterspringen einfach. Mann, Mann, Mann. Wieder war ein klarer Fall. Ja, Tatsache, die haben das Rätsel einfach von vorher gelöst, die Abenteurer, die gekommen sind. Aber gut, es wäre auch nicht schwer gewesen. Oh. Ups. Sorry, Lydia. Hast du verdient. Okay, abgeschlossen. Dann können wir uns jetzt hier der Quest wieder widmen. Schon dunkel geworden, ey. Okay, so schnell. Wie weit ist es denn noch? Oh, ist es noch ein ganzes Stück. Ja, eigentlich schon fast in Einsamkeit vorbeischauen, aber ich... Naja, ich gehe jetzt erstmal zu, um die Quest zu machen, den Stein abzugeben. Wir wollen die Daedra-Fürstin ja nicht warten lassen. Okay, geh schwimmen, ist okay. Unter Wasser ist es immer so schön still. Kommen wir hier irgendwo hoch? Hier vielleicht? Da. Gehst du wohl? Ja. Benötigt ihr ein Boot? Ne, jetzt ist auch schon zu spät. Boah, ich sehe einfach nichts. Ich muss mal eben hier ein paar Stunden warten. Ingame-Stunden wohlgemerkt. Amazing! Wo sind wir denn hier? Ihr da, redet mit Eierbrüdern. Deja hat keine Worte für euch. Ich bin immer ein bisschen irritiert, wenn die sagen Eierbrüder. Aber ja, das ist ein Argonier, natürlich, die legen Eier. Ach, wir sind ja hier fast in Einsamkeit. Ich kenne das tatsächlich, also ich erkenne diesen Weg einfach so gut, weil ich das bei Elder Scrolls Online so oft einfach, also ich bin da so oft lang gekommen. Skyrim selber nicht, aber in Elder Scrolls Online doch schon sehr häufig. Ja, okay, dann gehen wir mal hier durch den Hof durch. Hier war auch irgendeine Quest. Schenke ich mir jetzt erstmal. Ich muss jetzt erstmal hier rausfinden wieder. Querfeldein! Wer kann, der kann. Bergziege spielen. Da kommt Lydia zwar wieder nicht hinterher, aber naja. Was soll's?
Leider ist das Wetter hier nicht so schön. Kann man die Aussicht nicht so gut genießen. Oh, hier ist eine Bärenhöhle. Schon mal bereit machen. Pferde? Ist das ein Lager? Ach, ich bin beim falschen Spiel. Bei Assassin's Creed Odyssey wäre das ein Bärenlager gewesen. Aber hier ist das. Ein Lager. Der Sturmmantel. Gut, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Wir müssen irgendwie hier über den Berg kommen. Literally. Damn it. Besten außenrum vielleicht? Das sah gerade von Weitem aus wie eine Gestalt, aber es ist einfach nur ein Baumstamm. Lydia, bist du das? Lydia? Hey, ich hab dich gefunden. Juhu. Wieder vereint. So. Noch höher. Goddammit, wie kommt man da hoch? Versuch's mal da lang. Oh mein Gott. Bauer. Ich bin auf dem Weg nach Einsamkeit, um in die Armee einzutreten. Ein vereinigtes Kaiserreich ist das Beste für uns alle. You do you, Bauer. You do you. Ach, ich mag die Musik hier so gerne. Ich bin fast da. Einmal noch hier durchs Unterholz. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Das weiß ich auch nicht, Meridia. Das weiß ich auch nicht. Aktivieren. Juhu. Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Yes. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Okay, ich sehe gerade, dass ich einfach wieder so eine richtige Erscheinung bin. Kann ich nichts dafür, Meridia ist wirklich sehr hell. Alright, erzählt mir mehr über dieses Artefakt. Sterbliche nennen es den Dämmerbrecher, denn es wurde in einem heiligen Licht geschmiedet, das über meine Widersacher hereinbricht und Verderbtheit und Falschheit wegbrennt. Ihr werdet in meinen Schrein eintreten, Malkoran vernichten und diese mächtige Klinge zurückholen. War ich nicht gerade bei dem? Ist das der gleiche Name? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber gut. Klingt nicht gerade so, als hätte ich eine Wahl. Doch eine einzelne Kerze kann die Dunkelheit der gesamten Leere verscheuchen. Wenn nicht ihr, dann jemand anderes. Mein Stern wird sicher eine würdige Seele anziehen. Doch wenn ihr klug seid, dann tut ihr, was ich von euch verlange.
Jetzt geht. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel und er hört auf meinen Befehl. Oh ja. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel, dann werden seine Türen sich öffnen. Das Schild. Ja, lass mich wieder runter. Boah, ist das hell. Uiuiui. Gut. Dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Vielleicht ist das unsere letzte Amtshandlung heute oder es geht ganz schnell. Oh, ich bin noch im First Person. Na, nichts gegen First Person, aber ich spiele dieses lieber Spiel. Ich spiele dieses Spiel lieber in Third Person. So. Jetzt habe ich auch ordentlich geredet. Oh, eine verweste Leiche mit so viel Gold. Why not? Kurz speichern. Das wollte ich genau. Stufensteigerung hatten wir noch nicht. Fantastisch. Noch mehr verweste Leichen. Was ist denn hier passiert? Okay. Muss ich die anschauen? Nee. Joa, hier ist eine Truhe, aber... Alter, Lydia, hör auf mich umzurennen. Da komme ich nicht rein, wollte ich sagen. Hier ist noch eine Leiche. Bank. Okay, da geht's weiter. Okay, gleich. Hier ist noch eine Tür gewesen, da würde ich gerne hin. Falls ich durchkomme. Oh. Adeptenschloss. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich muss nur richtig schalten. Oh, shit. Falsche Richtung. Mein Gott. Ah, geht doch. Okay, ah, das ist der Schalter, um an die Truhe zu kommen. Fantastisch. Ist eine Falle oder so? Ich sehe nichts am Boden, okay. Orkischer Zweihänder. Schön. Gold, nehmen wir mit. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Was ist denn hier los? Ist irgendwie Essen zu schwer? Kann ich davon was weghauen? Wieso habe ich so viel Hundefleisch? Ah, ich erinnere mich. Ich habe das ganze Hundefleisch eingesteckt. Oh je. Tomatensuppe. Ich habe auch unglaublich viele Zutaten. Nehmen Bücher hier irgendwie noch sehr viel Platz weg. Ja, das ist auch nicht der Rede wert. Die haben kein Gewicht. Das Erz und die Barren, die sind schwer, ja. Ja, ich habe auch gerade keine Ahnung, wie ich das veredel. Also schmeiße ich die einfach weg. So. Vielleicht komme ich irgendwann mal hierhin zurück und hole sie. Wer weiß. Okay, ich glaube, das ist der gleiche Weg. Jawohl. Okay. Schätze mal, das muss ich aktivieren. Ich guck mal noch die Leichen an. Die haben so viel Gold bei sich. Das ist... Wow. Sonst kriegt man aus Toten irgendwie immer nur so 5-6 Goldstücke raus. Gut, dann aktivieren wir den Krempel mal. Geht eine Tür auf! Oh, ist hier auch noch was? Das ist einfach nur...
Okay, ist nur eine Wand. Let's go. Ein paar Pilze. Oh. Schatten. Ah, das Schwert ist gut. Damit kann ich direkt wieder Gesundheit aufbauen. Das ist sehr praktisch. Macht zwar nicht so derbe viel Schaden, aber dadurch, dass ich Gesundheit wieder aufbauen kann, das ist cool. Oh, das waren anscheinend mal Kaiserliche. Okay. Totenschädel, fein. Ist noch eine Tür? Schlüssel erforderlich. Verdammt. Kerzenhalter. Kann man immer gebrauchen. Ist nix. Habe ich eigentlich diese Kette angelegt? Ich glaube nicht, ich habe das vergessen, glaube ich. Begleitung. Bekleidung. Fragment von Galdurs Amulett. Steigert Gesundheit um 30 Punkte. Ja, das ist doch schön. Die hat nur 20 Punkte. Dann nehmen wir die. Schlüssel erforderlich. Okidoki. Erstmal hier aktivieren. Weiter geht's. Was ist das denn? Hier kommt man nicht durch und das Ding entzieht Magika. Was ist das denn? Ist die andere Tür zufällig auch aufgegangen? Oder? Oh ja. Yeah. Perfekt. Okay. Die haben irgendwie nichts dabei, was ich brauchen kann. Knochenöl, das nehme ich mit. Boah, dieses Geräusch, das ist irgendwie wie eine Maschine. Ist hier noch was Schönes? Nee. Dann gehen wir weiter. Eine Truhe, einfach so. Das ist mir nicht geheuer. Bei hier wirklich nichts ist, okay. Machen wir auf. Niedrig und Gold, perfekt. Der Gegenstand ist nicht ausreichend geladen. Verdammt. Muss ich den ja nachladen? Denke ich mal. R1. Gewöhnlicher Seelenstein. Oh, das ist nicht viel. Ah, das mehr. Von wo kam ich denn gerade? Ich glaube von hier. Minimal verwirrt. Noch eine verweste Leiche. Die sind echt weit gekommen, aber irgendwie nicht weit genug. Jawohl.
Okay. Irgendwie muss ich da jetzt rüberkommen. Der Tisch. Das war einfach. Wäre lustig, wenn die Truhen auch noch zusätzlich zugeschlossen wären. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen den Bogen mitgenommen, aber okay. Kann ich hier auch wieder wegwerfen? Nee, Waffen. Nee, Pfeile habe ich mitgenommen, okay. Bye bye. Hier geht's rüber. Aktivieren. Wundervoll. Das war wirklich knapp gesprungen. Jo, gleiche. Ich nehme euer Gold. Ich glaube, ihr braucht es nicht mehr. So etwas habe ich noch nie gesehen. Schon wieder. Oh. Es ist doch einfach nur ein Berg. Guck, da sind Bäume. Lydia, du kennst Bäume. Schicke Truhe. Experte. Oh, das wird wieder ein Kampf. Vielleicht kriege ich es ja hin. Mal gucken. Oh. Ah, verdammt. Ein bisschen feiner hier, ne? Wobei Experte ist etwas leichter als Meister. Also Meister war jetzt schon mal eine größte Herausforderung. Jawohl, geschafft. Eisen, Zweihänder, Gold, Seelenstein, Magierlicht. Wieso nicht? Halskette des festen Gifts. Weithändige Angriffe versuchen. Griffs, nicht Gifts. Weithändige Angriffe verursachen um 20% höheren Schaden. Ja, nee, ist nicht so wichtig. Den habe ich schon. Und der Stab des Heldenmuts. Schickes Ding, aber kann ich nichts mit anfangen. Bleibt hier. Weiter geht's. Ab in die Ruinen. Was? Oh. Was? Wieso ist sie so komisch eingestellt? Gut, 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 gut. Oh, die ist leer. Zu spät gesehen. Ist auch leer. Ich könnte mich auf einen Thron setzen. Schön. Na, erstmal Gegner kloppen. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Music intensifies. Ich liebe das Theme. Also generell liebe ich die Musik von Skyrim. Sie ist einfach großartig, episch. Die hat Wumms. Richtig klasse. Ups. Treppe nicht getroffen. Ist gerade noch ein Gegner gewesen. Oder ist der auf einer anderen Ebene? Vielleicht auf einer anderen Ebene. Oh, was haben wir hier?
Zaubertrank der höchsten Magiker. Das nehmen wir doch mit. Gut, die geht auch noch nicht auf. Also, Knöpfchen drücken. Oh, da ist er ja. Was ist hier los? Blocken ist heute irgendwie nicht so mein Ding. Etwas schwerfällig. Oh Gott. Schatulle leer. Da gibt es schon so ein schickes Ding hier und dann ist da nichts drin. Dietrich, ja, kann man gut gebrauchen. Das ist Zaubertrank. Und noch einer. Jawohl. Die Stiefel, schätze ich mal, sind... Ja, Eisenstiefel, genau. Brauchen wir nicht. Noch eine Truhe. Oh, ich loote jetzt nicht alle Uhren. Hab ich jetzt irgendwie gerade keine Lust. Oh, Stolperdraht. Das war's schon? Okay. Aktivieren Sie den Hebel. Gehen wir raus. Ah, ja. Und hier noch was Hübsches. Oh. I didn't see that coming. Ja, ist ja gut, der ist schon tot. Schade, die haben kein Gold dabei. Gibt's richtig viele Truhen, das gefällt mir. Ich knack die so gerne. Rolle der Hysterie. Naja, brauche ich nicht. Ist das das gleiche, was ich habe? Stahlkettenpanzerhemd, ja, das ist das gleiche. Die Schlacht am Roten Berg. Blocken verbessert, perfekt. Level up! Jawohl! Jetzt heute schon zwei Levels gemacht. Das ist doch was. Ich nehme Zaubertrank auf und kann nicht mehr rennen. Was soll das? Ich mache erstmal ein Level up. Vielleicht kriege ich ein bisschen Erhöhung des. Ne? Der Traglast. Auf jeden Fall Gesundheit. Was kann ich denn... Oh, einhändig habe ich schon ziemlich gut verbessert sogar. Aber Doppelwirbel. 20... ja, ne? Angriffe mit zwei Waffen, das brauche ich nicht. Kampfhaltung ist schon fertig. Wilder Schlag. Mächtige Angriffe aus dem Stand verursachen 25% Zusatzschaden und können deine Gegner enthaupten. Kritischer Angriff. Du kannst im Sprint einen einhändigen mächtigen Angriff durchführen, der doppelten kritischen Schaden verursacht. Ja, ich sprinte nicht so häufig, während ich angreife. Also nehme ich den wilden Schlag. Yes! Schöne Sache. Achso, ja, ich bin zu schwer. Okay. Hat nicht gereicht. Ich kann natürlich auch einfach diesen ganzen Schmuck wegschmeißen. Oder Lydia, hast du noch irgendwie Tragkraft? Ich bin direkt hinter euch. Ist noch irgendwas? Ich stehe zu eurer Verfügung. Ich kann hier den Bogen geben. Nicht ausrüsten. Geben. Questobjekte können nicht aus dem Inventar. Dann nimm die Angel, mein Gott. Ihr geht vor, ich folge. Was soll das denn? Schlüssel erforderlich. Ja, das wird das Ding da sein, ne? Okay, hep. Und hep. Ja, ich bin ein bisschen moneygeil, weil Gold ist gut. Und sorry, falls die Nachricht schon länger da ist. Ich habe gerade nicht in den Chat geguckt. Und ja, ich behedde alle. Also ich werde es versuchen. Mal gucken, was bei rumkommt. Ich glaube, speichern ist hier gut. Na, da ist ja wieder einer.
Gegenstand ist schon wieder nicht ausreichend geladen. Das geht so schnell leer. Alter, wo? Lydia, ja, mach mal was. Ja, was hab ich dich? Was? Leer. Die ist nicht leer. Gold. Gold, Gold, Gold. Hm, ist ein Feuerchen. Da geht's auch lang. Wo muss ich denn hin? Verwirrung ist groß. Ah ne, hier ist nur so ein Essenz der Wasseratmung. Wenn ich das nehme, löse ich wahrscheinlich eine Falle aus. Egal. Ha! Schnell weggelaufen. Ha, 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 ausgetrickst. Okay. Ups. Ja, weiter rein. Das ist echt riesig, das Ding hier. Aber gut. Irgendwas Hübsches hier. Beschädigtes Buch. Nein, ich möchte keine beschädigten Bücher. Damit kann ich nichts anfangen. Oh, noch eine Leiche. Great. So, Fallschaden, wenn ich runterspringe? Oh, fuck. Ja, okay, ein bisschen. Nicht der Rede wert. Dann gehen wir da mal rein, in die Katakomben. Gut, jetzt habe ich es auch gesehen, dann gerade Auto gespeichert. Ist hier jemand? Außer Tote? Ah, eine Kiste. Perfekt. Gold, Seelenstein und den Zaubertrank nehmen wir mit. Das ist auch noch einer. Fantastisch. Und hier noch ein Heiltrank. Nehmen wir auch mit. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Oh, ich hasse es. Irgendwas, was ich wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr brauche. Ich wollte hier eigentlich Geld draus machen, aber ich habe eigentlich auch echt genug. Ich schmeiß die jetzt weg, wenn ich ein bisschen Platz habe. Die kann auch weg. Kann auch weg. Aber in der Summe ist das schwer, das Zeug, aber sonst, ja, nicht so viel wert. Los, mach Tür auf. Letzte Etappe, I guess. Ein bisschen Gas hier. Uff. Vielleicht lade ich mal kurz meine Waffe auf. Sehr schön. Ups. Ich würde dich hier echt gut gebrauchen. Fuck! Wie? Das war ja ein Insta-Kill. Holy shit! Ja, was? Wo warst du? Okay, bevor ich unten reingehe, speichere ich nochmal. Shit, ey. Das war hart. Oh, ich sehe gerade, da liegen ja noch Goldstücke auf dem Boden. Ich drücke schon mal das Knöpfchen. Heilige Scheiße. Ach ja, ich bin ja zu schwer. Ich habe ja gerade eigentlich den ganzen Mist weggeschmissen.
Jetzt habe ich die Heilkette auch weggeworfen. Egal, ich habe ja noch eine andere an. Okay, nochmal hier speichern. Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Einmal Waffe aufladen. Kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, ich auch nicht. Hat man ja auch gerade gemerkt, dass es nicht so gut lief. Am besten verstecken wir uns hier hinter. Da kommt er nicht so gut mit seinem blöden Eisstrahl ran. Hab nichts gesagt. Oh Gott, dammit. Okay, erstmal Gesundheit erhöhen. Perfekt. Heiltrank süffeln und Frostresistenz. Perfekt. Und dann ab dafür. Oh nein! Der ist schwer. Okay, let's do it again. Ah, ich muss nochmal die ganzen Vorbereitungen machen. Erstmal die Waffe aufladen. 60 Sekunden. Ja, okay, bis dahin bin ich unten. Und erhöhte Gesundheit hätte ich gerne wieder. Gut. Ich habe auch kein gutes Gefühl. Gutes Gefühl bei dieser Sache. Move. Auf ihn! Was ist das? Scheiße, das war schwer. Ah, ich hätte jetzt echt gern meinen Magier. Okay, benutzen wir es mal mit unsichtbar. Ich habe ja, glaube ich, einen Unsichtbarkeitentrank. Tarnung. Schwere zu entdecken. Nee, das ist nicht so gut. Magika interessiert mich nicht. Losknacken, Verteidiger, Volltreffer. Beschwörung verstärken und Gesundheit wiederherstellen. Was ist denn das? Ich dachte, ich hätte da was von. Hier, flüchtige Unsichtbarkeit, aber nur für 20 Sekunden. Okay. Da muss ich erstmal rein. Ich meine, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn die mich sehen, aber ich mach's einfach mal. Okay, sie haben mich gesehen. Eieiei. Schnell Heiltrank reinpfeffern. Oder auch drei. Ich bräuchte was gegen. Das brauche ich eigentlich nicht. Wo war denn das mit der Ausdauer? Das glaube ich war da oben. Natürlich ist das weiter oben. Das ist nach Alphabet sortiert. Ein Kackschild draußen. Alter Schwede, ey, das ist ganz so einfach. Nehmen wir den nochmal. Alle Heiltränke rein. Und diese Regenerationstrank. Ja. Ich hab genug von euch! Himmelsrand gehört dem Nord! Ach, Gott sei Dank, der ist tot. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Ich mach gar nichts. Was für eine Socken, Lydia. Geschafft! Es ist vollbracht. Yes. Der Schänder ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Ja, erstmal loote ich. Viel wichtiger. hier ist er ja. Malkoran. Zaubertrankrezept Krankheit heilen. Das ist ja gut, das nehme ich mit. Mehr hat er nicht. Ist leer.
Gold, Gold, Gold. Ja. Es wirkt so, als wäre der Zauber jetzt gebrochen und hier sind noch mehr Leichen als vorher. Aber vielleicht ist es auch nur eine Vermutung, weil ich gerade nicht darauf fokussiert war, was hier alles so rumliegt. Slayer, okay. Auch leer. Okay. Dann nehmen wir das Ding mal vom Sockel, wa? Und wieder rauf zum Meridian in den Himmel. Na, erzähl mal. Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Gern geschehen. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Was? Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen. Auf das mein Einfluss wachse. Okay, ich behalte das Schwert, aber ihr solltet jemand anderen suchen, der eure Religion verbreitet. Ich werde diese mächtige Klinge in eurem Namen schwingen. Ja, komm, machen wir mal. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Wird schon, wird schon. Hui. Gut, dass ich vorher alles gelootet habe. Mich einfach da rausgeschmissen. Wow. Okay. Ja, Lydia hast du nicht mitgenommen, ne? Die muss jetzt wieder irgendwie umständlich da rauskommen. Naja, gut. Was haben wir geschafft? Wir haben hier eine Quest gefunden, die wir eigentlich nicht so im Blick hatten, aber das ist schön. Dann können wir noch mehr Bruchstücke von dem Amulett finden. Dann können wir noch ein bisschen angeln. Und noch mehr angeln. Und ja, Mitglied der Diebesgilde werden, das möchte ich auch auf jeden Fall. Dann können wir auch mal für die Main Story langsam nach Einsamkeit. Und der Rest ist gerade erstmal nicht so wichtig. Ja, aber das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. 2 Stunden Skyrim und Meridia hier beglückt. Dann machen wir an dieser Stelle weiter und ich hoffe, Lydia findet dann auch den Weg zu mir. Nee, ansonsten, wenn ich irgendwo hinporte, ist sie ja sowieso wieder da. Cool, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und wer das nicht live gesehen hat, vielen Dank fürs Ansehen meines Streams auf YouTube. Schaut da auch einfach gerne vorbei, wenn ihr wollt. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Skyrim ist wieder Sonntag. Donnerstag voraussichtlich wieder Retro Gaming. Montag habe ich leider keine Zeit. Von daher, bis dahin. Ciao.